Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Match, zum vorletzten Match des Royal Rumbles. Das World Heavyweight Championship Match, es ist endlich soweit. Es geht jetzt zur Sache. Mark Henry muss verteidigen gegen den Big Man Chris Jericho, der ja bei SmackDown zurückgekehrt ist. Wir starten direkt mit diesem Match. Ich halte wieder die Klappe, damit ihr genießen könnt. Wir sehen uns gleich. Introducing the challenger from Minneapolis, Minnesota, weighing 295 pounds, Brock Lesnar. And his opponent from Silsby, Texas, weighing 418 pounds, he is the World Heavyweight Champion, the world's strongest man, Mark Henry. So, da bin ich wieder. Und keiner von euch hat es gewusst. Keiner von euch hat es gewusst. Glaubt ihr wirklich, ich bin so blöd und mache einen Monat Theater von wegen, ja, ich habe mir was überlegt für Mark Henry. Und dann sage ich auch noch, the big man is coming. Und ganz ehrlich, Chris Jericho ist doch nicht der big man. Einer von euch hat es ja, glaube ich, gemerkt, weil er hat gesagt, ja, er hätte mit Triple H oder sowas gerechnet. Und wer ist es? The Beast is back, Brock Lesnar. Chris Jericho ist Money in the Bank Sieger. Ihr habt es in den Kommentaren selber geschrieben. Warum sollte dieser Mann ein World Championship Match bekommen? Natürlich, er hat es auch nicht. Er kriegt es nicht. Dieser Mann hier, Brock Lesnar, zurück von Breakdown. Also, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Wir starten jetzt dieses Match. Brock Lesnar gegen Mark Henry. Und wenn das jetzt keine Herausforderung für Mark Henry ist, dann weiß ich auch nicht. Ich habe mir da schon seit über einem Monat steht dieses Match schon. Und dann mit dem Big Man. Ich habe am Ende bewusst geschrieben, did you break the code? Weil ich wusste, dass dann jeder denkt, es ist Chris Jericho. Und gut, dann habt ihr das halt erraten. Und bei SmackDown kam auch Chris Jericho. Aber er ist halt Mr. Money in the Bank. Und dann holt er sich doch kein Match gegen Mark Henry. Also wäre er total bescheuert. Dann hätte dieser Koffer ja überhaupt keinen Sinn mehr.
Natürlich ist Chris Jericho jetzt zurück. Ja, er hat seine Rückkehr gefeiert, aber er ist sicherlich nicht der Mann, der gegen Mark Henry antreten wollte beim Rumble. Das ist der hier, The Beast Brock Lesnar, The Next Big Thing. Und ich finde, das Match hat auch viel, viel mehr, was? So, dann hoffe ich jetzt, dass das Match so geil wird, wie meine Planung war. Also ich habe mir das so lange überlegt, wie ich euch jetzt hier so ein bisschen mal in die Pfanne haue, mal so eine richtig geile Aktion bringe, so wie es der Wolverus macht. Das ist so eine typische Wolverus-Aktion gewesen. Und ich fand diese Aktion so geil, weil sie über Wochen so gut funktioniert hat. Diese ganzen You are next, are you ready? Ich habe euch bewusst verschiedene Spuren quasi hingelegt, dass ihr denkt, are you ready? Vielleicht Triple H. You are next, vielleicht doch Goldberg. Dann kam Goldberg sogar bei SmackDown. Das war ja das Coolste. Und ich dachte, oh, jetzt kriegen sie es vielleicht raus. Jetzt denken sie vielleicht, das ist es Goldberg. Aber nein, 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 nein. Dann habe ich geschrieben, ganz einfach, the end is coming. Da waren schon die ersten auf dem Chris Jericho-Dampfer. Habe ich mir gedacht, gut, das passt doch. Und dann habe ich, glaube ich, 3 Tage vor SmackDown noch geschrieben, did you break the code? Und dann kamen sie alle, oh, ich weiß, wer es ist, ich weiß, wer es ist. Ja, ihr wusstet, wer es bei SmackDown ist, aber dass dieser Mann hier schon, dass dieses zusammengebastelte Video, ich habe übrigens keinen Strike dafür bekommen, das ist mit Glück so, also ich habe da schon mal Probe hochgeladen auf dem alten Kanal, das habt ihr vielleicht nicht mitbekommen, es war nämlich gesperrt, deswegen das konntet ihr, also das Video war auch privat, dass ihr es nicht sehen konntet, da hat es keinen Community Strike bekommen, ich wollte einfach mal was Geiles haben, eine Publikumsreaktion und dass ihr vielleicht in dem Moment, wo eben Lesnar zum Ring gekommen ist, einfach mal ein bisschen Gänsehaut auf den Arm bekommt, das war natürlich die Rückkehr von Brock Lesnar zu Raw vor, nach WrestleMania, was war das, 28? Kann das sein? Ja, das kann sein. Schöne Aktion von Brock Lesnar. Der Mann hat natürlich die Kraft, einen Mark Henry zu besiegen, ihn durch die Luft zu wirbeln, als wäre es gar nichts. Aber wir müssen gucken, dass er es wirklich schafft. Wir müssen dieses Match aufmerksam verfolgen. Also ganz ehrlich, wem das jetzt nicht gefallen hat, was ich jetzt hier zusammengebastelt habe, dann weiß ich auch nicht, was ich noch bringen soll. Weil, ihr kennt mich doch, es ist immer anders, als es scheint. Und ganz ehrlich, wenn ich euch so offensichtlich das Did You Break the Code quasi hinlege, das hätte man ja nur googeln müssen, da wäre man ja auf Chris Jericho gekommen. Ihr habt ja, boah, Schluck auf schon. Ihr habt ja dann auch Videos gepostet von Did You Break the Code Chris Jericho. Ja, aber trotzdem, es ist nicht Chris Jericho, es ist Brock motherfucking Lesnar, das Beast, the next big motherfucking thing. Und das ist einfach eine viel, viel bessere Lösung für dieses World Championship Match. Und ich bin gespannt, ob er vielleicht der erste Mann ist seit wie viel Parts, ich kann ja mal eben rechnen, ich guck mal eben, der wievielte Part jetzt gerade online ist. Die Parts sind nicht alle gerade in einer Tour entstanden. Der letzte Part, den ich hochgeladen habe, war der Part von Edge. Und Jack Swagger 175, Ryback 76, Punk 77, Tag Team Match 78, dann ist das Part 179, dann wäre das seit 149 Parts ist Mark Henry Champion und theoretisch kann es heute Abend vorbei sein. Ich bin gespannt, ob Lesnar es schafft, aber wenn nicht er, wer dann? Dann kann es eigentlich nur noch in der Elimination Chamber gelöst werden. So, jetzt hier, Back Suplex, wunderbare Aktion von Brock Lesnar, ich feiere den Typ, ja. Und das Lustige war, dieses Video ist seit TLC schon fertig, das war, habe ich vor TLC schon so zusammengebastelt. Und das Lustige war, dass dann jetzt genau bei Raw, vor 2 Wochen, nee, vor 1 Woche, einfach mal Brock Lesnar wiederkommt und wen attackiert er? Mark Henry. Und ich dachte mir so, nein. Deswegen hatte ich Angst, dass ihr erratet, wer es ist. Da habe ich mich gedacht, jetzt denken alle, jetzt ist es Brock Lesnar. Dann hättet ihr es richtig erraten. Dann wüsstet ihr, dass Brock Lesnar beim Royal Rumble auf Mark Henry trifft. Und deswegen, genau aus diesem Grund, wäre Raw nicht passiert, habe ich euch dann diese Bruchstücke hingelegt, von wegen, did you break the code? The end is coming. Also ich musste mich quasi selber retten. Oh, und dadurch, dass ich euch dann so deutlich auf Chris Jericho geführt habe, seid ihr von Brock Lesnar wahrscheinlich direkt abgewichen. Weil ganz ehrlich, hätte ich nichts geschrieben mit Are You Ready? Wenn dann sowas bei der WWE passiert, ja, das hätte schon Brock Lesnar sein können. Und das Lustige ist ja, Wolverus hat genau dasselbe gemacht. Ich glaube, er hat auch Brock Lesnar beim Rumble zurückkehren lassen. Und das Ärgerliche war, dass mein Video schon seit TLC fertig ist. Ich kann es euch mal eben, ich gehe mal eben hier in meinen Ordner, wo ich das drin habe. Ich guck mal, wann ich das erstellt habe. Kann man das da sehen? Änderungsdatum, ja, da müsste das ja da stehen. Moment, ich suche es gerade. Wo ist es? Hier. 30.11.2013. Ne, Moment, erstellt das doch. 30.11.2013. 30.11. könnt ihr ja mal zurückrechnen, Mann. Das war.
Ist also schon ein bisschen was her. So lange ist dieses Video schon da. Ich kann euch gerne einen Screenshot hinten dran hängen, damit ihr seht, dass ich das wirklich schon so lange geplant habe und nicht irgendwo abgeguckt habe. Das ist nämlich nur so ein kleines Stück Video, nur der Anfang. Das Match hier ist jetzt wieder live aufgenommen. Was ihr jetzt hier seht, nur halt die Einzüge, die waren von mir bearbeitet. Weil ganz ehrlich, man kann es ja nicht anders machen, man muss es ja so machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Brock Lesnar gefällt mir in diesem Match jetzt schon gut. Es ist jetzt 6,5 Minuten dran, ich verfolge es immer. Und es sieht gut aus. Brock Lesnar, verblüffend dominierend kann man nicht sagen, weil Brock Lesnar halt genauso ein Biest ist. Aber es sieht gut aus. Und ihr wisst, ich werde ausrasten. Wenn der F5 kommt, dann stehe ich hier senkrecht im Zimmer. Dann mache ich hier einen Kopfstand und scheiß mir selbst ins Gesicht, wenn es so sein muss. Weil dann habe ich echt Nervenflattern, dann geht bei mir alles ab, wenn hier wirklich Brock Lesnar nachher Champion werden sollte. Ich glaube, dann schmeiße ich mein Headset vom Kopf, irgendwie sowas. Ich glaube, ich werde ausrasten, weil es ist wirklich schon so lange her. Ich habe mir so viel überlegt immer, von wegen Kurt Angle, wie ich den gefeiert habe. Weil ich dachte, der ist jetzt der Mann, der World Champion wird. Aber nein, Mark Henry hat ihn einfach mal fertig gemacht. Fatal 4-Way, Hell in a Cell, nö, war auch nicht genug. Das Wunderkind, Drew McIntyre, nö, war erst recht nicht genug, der hat dann auch verloren. Immer war es dann doch Mark Henry, der gewonnen hat. Rey Mysterio, habe ich auch mitgedacht, der hat das simulierte Match gewonnen. Dachte ich, oh, vielleicht mit seiner Schnelligkeit gewinnt er beim SummerSlam. Nö, verloren, World Strongest Slam, Ende im Gelände. Niemand hat es geschafft und jetzt hat Brock Lesnar, the next big thing, die Chance. Und seht euch an, was Brock Lesnar für Aktionen macht. Es ist schon nicht schlecht. Und jetzt Batista Byte auf dem Boden. Eine MMA-Aktion, die könnte Brock Lesnar im Cage gelernt haben. Aber Mark Henry kommt raus. Und die Frage ist, wäre es nach einem World Strongest Slam gegen Brock Lesnar vorbei? Und wäre es nach einem F5 schon vorbei? Aber das werden wir gleich merken. Raw Break. Ihr glaubt gar nicht, wie nervös und angespannt ich gerade bin, ob es wirklich jetzt endlich so weit ist, nach 149 Parts. Das müsst ihr euch mal wegtun, alleine eine Let's Play, was jetzt gut 180 Parts lang ist, und es werden ja über 240 Parts, habe ich ja schon berechnet. Das ist schon nicht schlecht, das ist schon nicht von schlechten Eltern. Und es könnte heute Abend vorbei sein. Lesnar, der gibt wirklich alles. Bei Breakdown am Anfang Champion geworden. Der Kommentator hat es ja eben gesagt. Ein Feud, ein damaliger WWE Champion. Ja, WWE Undisputed Champion. Dann hat er den Titel verloren und dann ist er bei Breakdown immer nur mal wieder von mir ins Lager geschickt worden. Und ganz bewusst habe ich ihn in den letzten Wochen bei Breakdown nicht mehr gebracht. Weil ich wusste, man muss den Leuten mal so ein bisschen... Ihr müsst ihn vergessen quasi. Weil Brock Lesnar war nicht so oft bei Breakdown auf der Karte. Er hatte mal ein Steel Cage Match und so, aber dann auch nicht extrem viel. Und jetzt dreht er durch. Triple Powerbomb Ansatz. Die erste Hammer gegen einen Mark Henry. Die zweite Powerbomb. Kommt die dritte. Jawohl. Triple Powerbomb von Brock Lesnar. Ist es das? Cover. One. No. Das ist es noch nicht. Und Mark Henry geht raus. Damit ist er vielleicht ganz gut bestellt, wenn er jetzt rausgeht. Aber sie gehen weiter draußen aufeinander los. Jetzt außerhalb des Rings. Aber da seht ihr Brock Lesnar, was der für eine unglaubliche Kraft hat. Ihr habt es ja auch bei Raw gesehen. Eine F5 gegen Mark Henry kriegt er locker hin. Und jetzt, wie gesagt, hier gerade die Triple Powerbomb. Der F5 wartet also. Er ist kurz davor. Das ist ja sein Signature, diese Triple Powerbomb. Also Brock Lesnar jetzt anscheinend wieder aktiv bei uns im Roster. Natürlich, wenn sein Match hier, sein Debüt-Match quasi bei unserer Raw und Smackdown WWE, wenn er das jetzt hier gewinnen würde, das wäre natürlich ein Einstand nach Maß. Breakdown war ja immer so ein Lager, was komplett abseits gehandelt hat. Ja, schön, da greift Brock Lesnar in die Augen. In den anderen Parts habe ich noch gesagt, oh, was ist das für eine dreckige Aktion. Und jetzt der Kimura Lock von Brock Lesnar. Kimura Lock von Brock Lesnar gegen Mark Henry. Aber der kommt da irgendwie raus. Oh, um Himmels Willen. Der Kimura, wie heißt dieses Ding nochmal? Kimura Lock von Brock Lesnar. Und Mark Henry hat ja schon Gegner abklopfen lassen. Wie zum Beispiel Brock Lesnar. Wie zum Beispiel Kurt Angle. Ja, es heißt Kimura Lock. Um Himmels Willen. Cover. One. Nein, das ist es noch nicht. Brock Lesnar muss weitermachen. Vielleicht wirklich versuchen, den F5 zu bringen. Dann hätte er hier die Chance. Wir sind gerade mal 11 Minuten dran. Das kann ein kurzes Match werden, aber ein geiles.
Natürlich, bei zwei Heavyweights, da ist nicht viel mit Geschwindigkeit oder mit High-Flying. Aber sowas, Belly-to-Belly, und guckt euch mal diese Distanz an. Das ist ein halber Ring, den Mark Henry da durchfliegt. Und sowas kann eben nur ein John Cena oder ein Brock Lesnar. Dafür braucht man diese kleinen Anabolika-Kinder. Oh, Brock Lesnar, was folgt nun? Er muss sich was überlegen. Der Kimura Lock war ja schon mal ein guter Ansatz, aber da war Mark Henry vielleicht nicht geschwächt genug. Und jetzt wieder diese MMA-Aktion. Der Batista Bite, so nenne ich ihn einfach. Aber Mark Henry kommt auch daraus. Klar, der ist ähnlich wie Cena sehr, sehr schwer nur zu bezwingen. Jack Swagger hat es ja geschafft. Wieder Belly to Belly. Oh, guckt euch Brock Lesnar an. Schläge gegen den Kopf. Ich glaube wirklich, der ist fest überzeugt, hier heute Abend Champion zu werden. Und das wäre einfach nur episch, wenn es wirklich so sein würde. Mehrere Schläge. Wieder unten in die Beine von Mark Henry. Das ist eine gute Strategie, die er da verfolgt. Und jetzt wieder, ihr seht es, wieder diese Schläge mit der vollen Kraft ins Gesicht. Und Mark Henry liegt da, ihr seht es selber. Jetzt greift er die Arme an. Das könnte natürlich wieder eine Vorbereitung zum Kimura werden. Vielleicht ein zweites Mal. So, jetzt im Seil. Vielleicht hat er auch nicht die Kraft, einen F5 anzubringen, aber das müsste er eigentlich schaffen. Wenn man so einen Body Slam schafft, dann schafft man auch den Kimura Lock, den F5 gegen Mark Henry. Einroller von Brock Lesnar. One, two, nein. Nein, nein, nein. Mark Henry befreit sich. Und Clothesline. Clothesline von Brock Lesnar. Es ist unglaublich, was dieser Typ für Kräfte hat. Aber er ist, glaube ich, der stärkste Herausforderer und die heftigste Herausforderung, die Mark Henry bisher hatte. Aber da kommt auch Mark Henry mal mit dem Running SDO. Das Schlimme ist ja, dass auch ein Mark Henry diesen World Strongest Slam einfach aus dem Nichts zeigt. Und dann wird es immer ganz gefährlich für den Gegner. Test of Strength. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja, Mark Henry. Aber Brock Lesnar mit dem Konter. Gekontert von Mark Henry. Oh, um Himmels Willen, um Himmels Willen. Das ist die Chance, dass wirklich der World Title mal wechselt. Aber wieder Running STO von Mark Henry. Ja, da bleibt doch ein Brock Lesnar nicht stehen, wenn Mark Henry angelaufen kommt. Jetzt geht's raus, jetzt geht's raus. Das ist nicht die beste Idee, die du hattest, Mark Henry. Jetzt geht's zurück in den Ring. Ah, Mark Henry mit dem Konter, sehr gut. Und Brock Lesnar wieder mit seinem gewaltigen Belly-to-Belly. Also, ich weiß nicht, ob der sich irgendwas gespritzt hat, aber so eine Energie im Körper zu haben, das ist schon fast nicht mehr menschlich. Aber er ist halt The Beast. Und deswegen hat er auch diese monströsen Kräfte. Und ein Roller wieder von Brock Lesnar. Cover, one, two, na, Mann, wir sind immer so kurz davor, dass der Titel wechselt. Ja, Mark Henry jetzt wieder mit so einer Combo auf den Arm von Brock Lesnar. Das ist natürlich auch heftig, wenn sich Mark Henry mit seinem Gewicht auf den Arm fallen lässt. Jetzt wieder Schläge ins Gesicht. Test of Strength, vielleicht mal Brock Lesnar. Jawohl, jetzt gewinnt er mal den Test of Strength. Ja, schickt ihn auf die Matte und greift das Bein von Mark Henry an. Wichtig, komm, das Publikum fordert den F5 und ich fordere ihn eigentlich auch. Zeig ihn, Brock, und du wirst hier heute World Heavyweight Champion. Ich bin mir sicher, wenn der F5 kommt, ist dieses Match hier vorbei. Aber Mark Henry mit dem Running STO. Also jetzt ist das Match richtig ausgeglichen. Jetzt geht's raus. Um Himmels Willen, um Himmels Willen. Diese beiden am Kommentatorentisch. Jerry Lawler und Michael Cole, bringt euch in Sicherheit. Jetzt geht's aber doch zurück in den Ring. Mark Henry sich doch umentschieden. Jetzt wirkt er ihn da auf dem Ringrand, auch nicht ganz so okay. Wir haben natürlich ein DQ-Match. Unglaublich ausgeglichen und ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Wir hatten bisher die Triple Powerbomb und den Kimura Lock, aber wir hatten noch keinen World Strongest Slam und keinen F5. Deswegen kann ich überhaupt nicht einschätzen, wer hier noch mehr Kraft hat. Schöner Oklahoma Slam von Mark Henry. In die Seile, da prallt dagegen Mark Henry, der Brock Lesnar. Und jetzt geht's raus, jetzt geht's zum Kommentatorentisch. Um Himmels Willen.
Oh, Clothesline außerhalb des Rings. Wie dieser Brock Lesnar einfach Mark Henry ummäht, das ist nicht mehr normal. Aber Brock Lesnar will zurück in den Ring. Der will das Match jetzt hier gewinnen und nicht am Kommentatorentisch das Match vielleicht noch verlieren. Lesnar mit dem Konter. Da kommt Mark Henry an und Spinebuster! Was für eine Aktion, ey! Sowas gegen Mark Henry zu zeigen, das ist ja hier nicht mehr normal. Also die beiden haben beide eine unglaubliche Kraft. Auch einen Brock Lesnar zu bewegen ist natürlich keine Leichtigkeit. Submission Hold. Schöne Aktion! Das ist eine typische Brock Lesnar Aktion! Muss Mark Henry aufgeben? Nein! Er kommt da raus! Hat Brock Lesnar sogar relativ gut getroffen. Ja, gekontert von Mark Henry und er setzt an zum World Strongest Slam! Und er ist der World Strongest Slam gegen Brock Lesnar! Es ist unglaublich! Ist es das schon wieder gewesen? Cover! One! Nein! Brock Lesnar kommt raus! Brock Lesnar kommt aus dem World Strongest Slam raus! Wunderbar! Das ist, glaube ich, auch der Erste, der aus dem Ding rauskommt. Und Cena, der kam damals auch raus. Jetzt muss Lesnar aber Aktion zeigen, sonst sieht schlecht aus für ihn. Ja, wieder gegen die Beine. Um Himmels Willen, den World Strongest Slam haben wir schon gesehen, den F5 noch nicht. Aber jetzt setzt er wieder an. Wieder Triple Powerbomb Ansatz. Nummer 1. Es geht wieder nach oben. Nummer 2 und noch ein drittes Mal. Komm, gib uns Nummer 3. Nummer 3. Jawohl. Und jetzt vielleicht das Cover hinterher. World Champion 1. Nein. Mark Henry kommt da wieder raus. Wie ist sowas überhaupt möglich? Das gibt es doch nicht. Mark Henry kommt da jedes Mal wieder raus aus den Aktionen. Das ist ja nicht mehr ganz normal, was hier abgeht. Und Shoulderblock von Mark Henry. Lesnar muss aufpassen. Lesnar muss aufpassen, dass er hier von Mark Henry nicht besiegt wird. Jetzt hebt er ihn hoch! Jetzt hebt er ihn hoch! Und Backbreaker aufs Knie fallen lassen. Komm, Brock Lesnar. Jetzt feiert er sich. Jetzt pumpt er sich da mal selber hoch. Und wieder Camera Lock! Camera Lock gegen Mark Henry! Musst du aufgeben! Nein! Nein, 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 nein. Da kommt er raus, der Mark Henry. Er ist total angeschlagen. Aber Brock Lesnar muss doch mal den F5 zeigen. Sonst kann er hier nicht gewinnen. Und wieder Schulterblock von Mark Henry. Guckt euch das Bein von Mark Henry an. Der hat schon richtig Schmerzen, der Junge. Um Himmels Willen. Was ein gigantisches World Heavyweight Championship Match. Brock Lesnar, jetzt liegt er da. Klar, der hat den World Strongest Slam kassiert. Wieder schmeißt er Mark Henry hin. Und wieder greift er das Bein an. Mark Henrys Beine sind jetzt wirklich lidiert. Die kann er jetzt bald wegschmeißen. Jetzt vielleicht. Das Cover. Er versucht es. One, two, three. Neuer World Champion. Du liebe Scheiße. Oh my fucking God. Brock Lesnar ist World Heavyweight Champion. 149 verdammte, maledeite, von Elend geplagte Parzales gebraucht, um World Champion zu werden, also einen neuen World Champion hinzukriegen. Und er hat's gemacht. Brock Lesnar. The Beast is back.